wo ist ein Job? Ich brauche doch einen Job. Nö, Haarschneider, das ist nicht so mein Ding. Sein Job. Ja, Hotelfachmann, das kann ich mir ja vorstellen. Das wäre ja super. Das ist ja leicht. Ja, das nehme ich. Hotelfachmann, was macht der denn eigentlich? Was denken Sie, was ein Hotelfachmann tut? Also was macht der, denken Sie? Der arbeitet im Hotel, in der Gastronomie. Ich gehe mal davon aus, dass das jemand ist, der eine Ausbildung im Hotel gemacht hat. Ja. Um dort dann sowohl im kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Sinne, als auch wahrscheinlich im planerischen, organisatorischen, hauswirtschaftlichen Sinne so ein bisschen dafür zu sorgen, dass das Hotel am Laufen bleibt, dass sich die Gäste auch wohlfühlen. Und da so ein bisschen probiert, den Überblick zu behalten und dann gegebenenfalls an die Servicekräfte und dergleichen dann die Sachen weiterzugeben, dass die Bewohner sich dann auch wohlfühlen und gerne auch wiederkommen. Okay. An der Rezeption stehen und vielleicht so, ja, wenn jemand was reserviert hat, das annehmen und vielleicht sich um die Gäste kümmern. Ja, was ist mit euch? Es ist eigentlich fast genau das Gleiche. Was mit dir? Ich will auch das Gleiche sagen. Vielleicht auch, dass er sich um die Bedürfnisse der Kunden kümmert. So in die Richtung sowas. Okay. In welchem Hotel arbeiten Sie? Im Star Inn Hotel Bremen-Columbus. Ah, interessant. Und was denken Sie, was ein Hotelfachmann oder Fachfrau tut? Also Hotelfachmann, Fachfrau macht alles im Hotel. Von Rezeptionsarbeiten, von der Anreise des Gastes, bis zur Abreise des Gastes, nimmt Reservierungen entgegen, ist für die Zimmer zuständig, kontrolliert Zimmer, Putzzimmer, kümmert sich um die Restauration in Hotels mit Restaurant, bedient die Gäste am Tisch, arbeitet im Restaurant, kann auch in der Küche arbeiten. Aber jeder spezialisiert sich irgendwann auf einen Bereich. Okay. Und gibt es mehr Jungen, also Männer oder Frauen als Hotel? Also es gibt mehr Frauen, aber der Beruf ist geeignet für beides. Aber es gibt typischerweise irgendwie mehr Frauen. Ja, hallo? Ja, hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ah, Sie wollen buchen? Am 23. Mai? Warten Sie mal. Ich guck kurz. Am 23. Mai geht's, ja, bis zum 30. Mai, okay? Ja, okay, in Raum 24b. Ja? Okay. Okay, tschüss! 24b, Raum 23.